Du Annika, für was brauchst du denn das? Und wem zeigst du das ein? Ein paar Leuten aus dem Internet. Ja, Gott sei Dank komme ich auch mal ins Internet. Okay, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute, ihr seht es im Titel, geht es wieder um die Jungs-WG im Schnee. Wer die ersten 4 Folgen von der Jungs-WG noch nicht gesehen hat, dann in die Infobox oder in der Videobeschreibung sind die Videos verlinkt. Reden wir nicht weiter rum und fangen an. Naja, wie sollte es anders sein? In der Früh geht es erstmal los mit einem Badgespräch. Juhu! Im Bad tauschen sich Philipp und Lukas über ihre Erfahrungen mit der Pubertät aus. Oh. Du bist schon in der Pubertät? Ja. So? Ach so. Es ist echt schlimm. Es ist absolut nervig. Weil mal redest du so hoch wie so eine Gazelle. Dann redest du einen Tag mal wieder ganz tief und alle sagen, was ist denn mit dir los? Ja, das kenne ich irgendwoher. Ja, naja, kann man nichts machen. Oh Mann, ich hasse das, ne? Es passiert ständig. Kommen wir zur nächsten Szene. Naja, währenddessen sich Philipp und Lukas im Bad vergnügen, springen Tom, Joel und Felix in den Whirlpool und dann anschließend in den Schnee. Ich finde, man muss das aushalten, sich im Schnee zu wälzen, aber halt, es ist unangenehm einfach. Ich habe es heute Morgen ausprobiert und es war einfach nur kalt. Nice! Ja, das müssen auch nur Männer aushalten, ja, weil Männer sind männlich. Ja, Frauen können das nicht. Frauen machen das auch nicht, ja. Frauen gehen in die Küche und dann machen die einen heißen Braten. Ja, naja, machen wir wieder weiter im Bad. Traust du dich irgendwie manchmal nicht irgendwie dann zu sprechen, wenn du irgendwie mit dem Mädchen irgendwo bist und so und dann, nein. Ja klar, weil wenn man in der Pubertät ist, traut man sich nicht zu sprechen. Hey Philipp, lange nicht mehr gesehen, wie geht's dir denn so? Philipp? Okay, tschüss. Wie in jeder Folge starten die Jungs eine Aktivität und dieses Mal geht es um eine Schneewanderung / Iglu bauen. Um aber einen guten Platz zu finden, müssen sie erstmal ein wenig wandern und dann waren sie schon ein bisschen unterwegs und ja, dann haben sie aber einen Platz gefunden und dann das da. Sollen wir hier bleiben? Ja. Was denkt's? Ja. Danke Gott! Nachdem die Jungs schon ein wenig angefangen haben, ihr Iglu zu bauen, kommen sie auf die Idee, ja warte mal, wir haben ja dann gar kein Klo, wenn wir aufs Klo müssen. Ich wollte nicht in der Nacht nochmal rausgehen, mich aufs Loch setzen und dann hatte ich Angst einfach, dass meine Pobacken festfrieren und dann noch zu kacken. Also ich finde das einfach nur eklig. Wie lange ist denn bitte kacken, dass dem seine Pobacken dann festfrieren? Die Frage ist auch, wie lange müsste man sich auf Schnee setzen, dass die Pobacken festfrieren? Naja, nächste Szene. Naja, die Jungs haben das natürlich nicht alleine gemacht und hatten Begleiter, die ihnen geholfen haben. Und als das Iglu fertig war, haben sich die Begleiter auch verpisst. Servus. Ja, alles gut, Jungs. Ciao. Tschüss. Ihr werdet sowas von verrecken. Tschüss. Und wenn die Erwachsenen weg sind, dann wird natürlich direkt am Lagerfeuer über männliche Dinge geredet. Ja. Und immer wenn ich denke, es gibt keine komischeren Sachen, über was die Jungs noch reden könnten, kommt die nächste Folge und... Thema Nummer 1. Dürfen wir bei euch zu Hause Freunde übernachten? Ja, Jungs, ja. Bei mir ist es so, dass ich bei mir beide, also egal was, Fan. Was? Bei mir ist es so, dass ich bei mir beide, also egal was, Fan. Also egal was, Fan. Also bei Joel dürfen keine Mädchen übernachten, bei Lukas schon und... Bei Tim ist es egal, was pennt. Und ich meine, daran merkt man halt einfach auch schon wieder, wie jung die eigentlich sind. Weil, wie gesagt, die sind einfach zwischen 13 und 14 Jahre alt. Und jetzt kommt das beste Gespräch, wo ich mir denke so, was? Seid ihr alle noch Jungfrau? Nope. Nein. Ja. Oh Gott. So was fragt man doch nicht im Fernsehen. Oh nö. Jetzt weiß jeder, mit wie vielen Jahren Joel entjungfert wurde. Ich will sowas nie wissen. Aber witzig fand ich die Antworten, wie schnell sie kamen. Niemand denkt sich so, okay, warte mal, was ist das für eine Frage? Warum sollte ich das im Fernsehen von mir geben? Also halten wir fest, wer noch Jungfrau ist. Joel, nein. Felix, nein.
Tom nein, Lukas ja und Philipp hat sich enthalten. Deswegen danke, Philipp. Und als ob das nicht reicht, muss Joel direkt noch im Detail erzählen, wie das überhaupt passiert ist. Also ich hatte das erste Mal mit einer festen Freundin, also es war nicht so. Ja. Und keine Ahnung, es hat sich einfach so ergeben, ne? Wir haben uns halt geküsst und ja, und dann ist das dazu gekommen irgendwie, ne? Ach, oh Mann, ohne Witz. Falls jetzt irgendwelche jüngeren Zuschauer unter euch sind und ihr nicht wisst, worüber wir reden, dann erspare ich den Eltern von euch einfach mal die Arbeit und erläutere das. Achtung, 1, 2, 3. Und nach dem Lagerfeuer geht es direkt zur nächsten extrem männlichen Aktivität. Und zwar die Nachtwanderung. Wisst ihr, ich plaudere jetzt mal aus meiner unfassbar langen YouTube-Karriere. Wisst ihr, was einen richtig ankotzt? Wenn man in einem Video einen Fehler macht und dieser Fehler einem 300 Millionen Tage danach immer noch vorgeworfen wird. Ich habe nämlich in der letzten Folge statt Tom immer Tim gesagt. Hat sie nicht gesagt. Das ist ja der Wahnsinn. Ach, du bist so dumm und Witz. Der heißt Tom und nicht Tim. Ich meine, lern erst mal einen Namen, bevor du so ein Video machst, okay? Und das geht jetzt an alle, die das kommentiert haben. Um euch jetzt alle mega anzukotzen, nenne ich Tom aus Prinzip jetzt immer Tim. Tom! Tim! Tom! Tim! Tim! T-I-M! Tim! Tim! Nachdem das alles dann auch so ein bisschen gruselig war, ist Felix eine extrem spannende und männliche Idee gekommen. Die Idee von Felix mit dem Scream-Kontext, also mit dem gruseligen Lachen, war eigentlich schon irgendwie ganz lustig. Oh mein Gott, er hat Kontext gesagt, nämlich Contest. Er hat sich versprochen. Lukas, das heißt Contest und nicht Kontext. Tim, der hat sich versprochen. Tim! Aber wie gesagt, in diesem Kontext geht es darum, wer die gruseligste Lache hat. Puh! Der Hammer. Ich hab mich direkt eingenässt, ne? In a world. Ja, unfassbar. Unfassbar gruselig. So, nach dieser chilligen, gruseligen und männlichen Nacht geht es dann auch ab ins Iglu und es wird dort übernachtet. Aber bevor es ins Bettchen geht, wird erstmal noch über die moderne Technik geredet. Es ist einfach so. Die Leute hatten früher vielleicht hingen die an der Schreibmaschine oder was weiß ich. Und wir hingen jetzt einfach am Handy. Es ist einfach, das ist die Revolution, Digga. Ja, Mann, Digga, das ist die Revolution. Das ist wie als die 350 vor Christus mal den Eiffelturm in Moskau gestürmt haben. Mit fliegenden Schweinen, Alter. Die Revolution, ey. Digga, das war die Revolution. Heftige Revolution, Alter. Ja, nur für alle, die es jetzt gerade eben nicht gecheckt haben. Es heißt Evolution und nicht Revolution. Also ich würde es auf jeden Fall nicht schaffen, jetzt auf einmal mein Handy wegzulegen und es ist einfach für 3 Stunden da so liegen zu lassen. So, hier hast du ein Handy. Du darfst es erst anfassen, wenn ich wieder da bin, okay? Gut. Okay. Und dann wird geschlafen und am nächsten Tag gibt es Frühstück im Schnee. So, Cornflakes bitte. So lecker. Lol. Lol. Ha, lol. Das ist sowas von 2013, lol zu sagen. Spaß. No, lol. 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 Ein richtig nices Gespräch direkt im Anschluss. Philipp spricht an, dass alle immer Bro und Digga sagen und Digga haben wir immer noch nicht kennengelernt. Alter, hey Bro, ey. Aber ich würde ja nicht sagen, hey Tom, kannst du mir die Cornflakes geben? Ich würde sagen, Digga, gib mir bitte Cornflakes. What? Warte mal, heißt du jetzt Tim, Tom oder Digga? Oh mein Gott, Illuminati confirmed. Tom ist Digga. What? Es ist sowas von logisch. Ich meine, er heißt nicht Tom, Tim, er heißt Digga. Deswegen die Missverständnisse unter meinen Kommentaren. Deswegen ist jetzt die entjungferte Jungfrau von Joel schwanger. Deswegen ist ApoRed geboren worden. Ist jetzt nicht so meins. Also ich in München so, wir sagen vielleicht schon so. Ach, servus Seppi, ich hab jetzt einen Stammtisch mit meiner Spitzenwirtschaft. Ich stell mir so ein paar Häuben ein und dann fahr ich mit dem Fahrrad nach Hause. Gib's mit oder gehst lieber in dein Bordsnitt? 1:1, so reden wir in Bayern. Naja, nach dieser männlichen Erfrischung am Morgen geht es auch direkt zurück ins Penthouse. Und nachdem die Jungs erfahren haben, dass sie wieder die Familie Blaha besuchen, das ist das süße Ehepaar aus der letzten Folge, Mann, die waren echt cute. Haben sie sich gedacht so, hey Leute, lasst doch mal einen Kuchen backen. Und dann geht es auch direkt los mit dem Backen.
Was brauchen wir dafür? Quark. 250 Gramm Quark. 250 Gramm haben wir. Schon mal hinstellen. Was okay. brauchen wir noch? Oh Wunder, Sie haben genau eine Packung 250 Gramm Quark zu Hause. Warum, ich frage jetzt an euch, warum sollten sich fünf Jungs 250 Gramm Quark kaufen? Daher kommen wir zu der logischen Schlussfolgerung. Die Redaktion hat sich gedacht so, hey Sabine, wie wär's denn, wenn wir die Jungs-WG ein bisschen Strudel backen lassen? Dann brauchen wir aber Quark. Kauf mal bitte Quark ein, Sabine. Zu was anderem bist du eh nicht gut, Sabine. Sabine, gehst du bitte jetzt? Tschüss, Sabine. Aber nein, sie brauchen ja nicht nur Quark, sondern... eine halbe Packung Puddingpulver. Vanillegeschmack. War auch da. Ach, oh, was für ein Zufall. Sie haben Vanillepudding daheim mit Vanillegeschmack. Warum zum Arsch sollten sich Jungs im Supermarkt random Vanillepudding kaufen? Oh! Halt, warte, Sabine, warte. Komm mal nochmal her. Wir brauchen nämlich noch Vanillepudding und jetzt geh bitte. Tschüss. Wo? Sollen wir Feuerherrholz herholen? Jetzt ist Schluss mit Feuerholz holen, denn ab jetzt gibt es das Feuerherrholz, Holholz. Feuerherrholz, Feuerherrholz, Feuerherrholzi, Holzi, Holz. Wir müssen Eier trennen. Eier gesagt. Lol. Naja, aber sie lachen ja auch nicht nur über Eier trennen beim Backen, sondern auch darüber, dass sie Frau Blaha mit dem Computer und dem Internet helfen müssen. Mit alten Leuten verbindet man nicht so jetzt die moderne Technik. Anfänger. Der Rest ist auf dem Weg, Holz zu holen, und es gibt halt nur so lange Holzstäbe, und die sind halt ein bisschen lang und so zum Tragen ist es ziemlich ungünstig, aber sie sind auch so dünn. Und dann kommt so eine Frage. Als ich erstmal die Holzstücke gesehen habe, die langen Stücke, dachte ich mir erstmal, wie sollen wir die verkleinern? Wie sollen wir die verkleinern? Und aufgepasst, zum krönenden Abschluss kommt jetzt die männlichste und absolut Testosteron gefüllteste Szene. Hallo mein Schatz. Hab dich ganz so lieb, Schatz. Ich dich auch. Ich hab euch lieb. Ja, dich auch. Oh, verdammt. Entschuldigung, das wollte ich euch eigentlich gar nicht zeigen. Ich meinte natürlich diese Szene hier. Du hast gefurzt, ne? Gute Nacht. Gute Nacht. Tja, wie ist das so bei euch? Was ist ungefähr das Männlichste, was ihr jemals in eurem Leben erlebt habt? Schreibt es mir in die Kommentare. Dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Wir sehen uns im nächsten Video. Okay, tschüss.